Am Anfang haben nicht alle an mich geglaubt. Und viele haben nicht gedacht, dass gerade ich es schaffen kann. Ja, kannst du da hinstellen. Hat ein bisschen gedauert, aber war eigentlich auch gar nicht so schwer. Mahlzeit. Mahlzeit. Ah. Leute, ich hab doch gesagt, ich will heute den Klimateller. Es kann doch nicht so schwer sein. Einmal die Woche kein rotes Fleisch und kein Käse. Muss ja womöglich sein. Das gibt's doch gar nicht. Ja, habt ihr schon mal was von Gemüse gehört? Hier Salat und Brokkoli und das alles. Ja, ihr könnt auch mal ein bisschen Rücksicht nehmen, wirklich. Ich esse gern Fleisch, aber das muss ich ja nicht jeden Tag machen. Jetzt habe ich von diesem Klimateller gehört und ich finde das eine super Idee. Ist total einfach. Einmal die Woche kein Klima essen. Also was fürs klimaschonend was essen. Ist ja nur wirklich kein Problem, oder? Uwe, das glaubst du nicht. Wir kriegen es einfach nicht hin. Was hast du im Angebot heute? Grillwurst, Bratwurst, Currywurst, Frikadelle. Ja, weiß ich ja, aber was auf dem Klimateller drauf hatte? Der ist schon ausverkauft. Was? Na, den letzten hat er bekommen. Uwe, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, wer hat den Klimateller denn hier eingeführt? Jetzt kommen wir nicht mit sowas hier. Wurst, 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 Fleisch, Fleischwurst. Davon hast du genug da, ne? Aber wenn dein bester Kunde hier während seiner Arbeitszeit vorbeikommt und seinen Klimateller haben will, dann verkaufst du den letzten an den Gorilla hier, oder was? Meine ich positiv. Gorilla. Ja, ich muss wirklich sagen, wusstest du, dass die Viehwirtschaft genauso viele Treibhausgase freisetzt wie der weltweite Verkehr? Und Verkehr meine ich jetzt Autos und Flugzeuge und so, ne? Ja, das kann doch so nicht weitergehen, oder? Und deswegen ist, jetzt lass doch mal. Und deswegen esse ich jetzt einmal die Woche den Klimateller. Wir drehen gleich die Szene mit dem Essen und ich wollte fragen, ist das in Ordnung für dich, wenn da Fleisch dabei ist? Ist okay. Heute.